Dann machen wir mal weiter. Und zwar mit. Okay, ich dachte, jetzt kommt sofort das Schloss, aber das wäre ja extremst. Okay. Dann das Level vor dem Schloss. Und es ist. Ja, ich wusste, es ist ein Side-Scrolling-Level. Ah, ist eigentlich nicht so gerne von mir, aber. Na, wir kriegen das schon hin. Ich glaube, wir bekommen dann gleich auch noch Kugelwillis. Wenn ich mich nicht irre, müsste gleich jetzt der erste kommen, oder nicht? War das nicht so? Ich meine, immer wenn ich hier gestanden hätte, käme einer. Ja, genau, da kommt einer. Richtig, richtig. Es ist gerade ein bisschen am Längen, deswegen ist es gerade ein bisschen gefährlich. Ja, wir kommen das hin. Okay, das war knapp. Ich meine mich zu erinnern, dass Sora in einem ihrer Parts über Fußball geredet hat. Und zwar über die Weltmeisterschaft, wie sie ja so gar nicht geguckt hat und so. Also, ich habe die im Prinzip schon geguckt. Aber ab irgendeinem Spiel, also ich glaube, nachdem die Gruppenspiele zu Ende waren, hatte ich schon irgendwie keinen Bock mehr. Ich hatte die ganze Zeit keinen Bock mehr, ich habe die ganze Zeit mir so gedacht, wir fliegen eh bald raus, ne? Und was ist? Wir sind Weltmeister geworden. How the fuck did that go? Ja, wie haben wir das gemacht? Keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit echt gedacht, wir fliegen in der nächsten Runde raus. Ja, in der nächsten fliegen wir schon raus. Und dann Finale. Und dann gewonnen. Ja, das war... Ja, okay. Aber hattet ihr so das Gefühl, dass die richtig gut waren? Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Fußball oder so, aber... Oh Gott. Yes, man. Also, ne, wie geht... Ah, das ist jetzt kacke. Ich habe natürlich jetzt keinen Mini-Pilz. Woher auch? Na, vielleicht, wenn wir ganz schnell sind. Ja, mit dir geht das. Tschüss. Skip, und dann schnell. Ah, dieses Gelegge, aua. Dieses Gelegge, Mann. Legs sind kacke. Richtig kacke. Da, man hört's doch schon, ne? Vielleicht soll ich einfach gleich mal kurz das hier einmal schließen und dann wieder aufmachen. Weil das ist echt... So kann man nicht vernünftig spielen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber so kann man nicht vernünftig spielen. Ah, ich will auf meinem DS zocken. Der S-Zock mache ich immer noch am liebsten von allen Sachen. Naja, jedenfalls, ne? Ja, toll. Ach, einen Moment. Ich mach mal kurz was. So, ich hab's einmal komplett geschlossen und wieder geöffnet. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt irgendwas gebracht hat, weil... Es ist nervig, mit Gelegge zu spielen. Wenn man das nicht währenddessen aufnimmt, dann geht das eigentlich voll. Ja, ist immer noch ein Leben, geil. Wenn man halt währenddessen aufnimmt, dann... So ziemlich im Arsch, kann man so sagen, ne? Dann ist es so ziemlich im Arsch. Da, das meine ich, ne? Erwischt es einen ganz schnell mal. Das ist ja echt nett. Echt nett hier, ne? Ja, wunderschön. Ich hatte auch versucht, gewollt, ne? Ihr wisst schon, die Korea-Fußballspiele zu gucken. Mann, ey! Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das so extremst langweilig ist, ey. Die in Korea haben es nicht so ganz mit Fußball und sowas. Also es ist, ja, nicht so ein Nationalsport da. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Wird es nicht von ganz so vielen gehypt und ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, es war ziemlich... Das sah meistens so aus... Als könnten die so voll tricksen und so, hier voll die vielen Skills gelernt. Aber die könnten das nicht anwenden, wenn da Gegner da sind. Das Gefühl hatte ich beim Gucken. Ja. Und dann bin ich bei jedem Spiel eingeschlafen. Das letzte habe ich dann gar nicht mehr geguckt, weil... Meine Güte! Das hält man ja im Kopf nicht aus. Ich bin auch übrigens beim Deutschland-Finalspiel eingeschlafen. Ja, eiskalt. Es war einfach... Warte... Ja, das war... Genau, es war nach der Halbzeit auf jeden Fall... Also ich war die ganze Zeit ziemlich schläfrig und nachdem, dann war ja irgendwann diese Nachspielzeit, ne, diese 30 Minuten. Da habe ich dann währenddessen eingeschlafen. Ja, das war schön.
Und dann irgendwann meine Mutter so, ja, Tor, Deutsche machen Tor, ja, gut, toll, ne? Ich so, was ist los? Und dann hatten wir unser Tor geschossen, unser einzigstes WM-Tor und so, ne? Ihr wisst schon. Und dann erzählt ihr mir noch, ja, und Schweinsteiger hat sich meinten eben nähen lassen und alles und war alles blutig, bla bla. Ich so, was hab ich alles verpasst in den paar Minuten? Ich hab wirklich nur ein paar Minuten gepennt, ne? Ich war halt echt müde, okay? Und da passiert so viel, gibt's ja gar nicht. Ja, also, ne? Eigentlich war ich immer so voll der WM-Gucker. Eigentlich war ich das früher schon. Weil ich spiele auch selber gerne Fußball, mal so. So auf Spaß und Freunden oder so. Aber, also gucken wir jetzt, mache ich jetzt nicht außerhalb der WM oder der EM. Kacke. Krieg ich nicht mehr, oder? Krieg ich das noch? Zählt das noch? Ja, das zählt noch! Nice! Ja. Und ja. Genau, was habe ich jetzt gesagt? Bestimmt irgendwas Schrottiges. WM, ja. Und habt ihr das eigentlich auch immer geguckt, ganz gerne, immer so vom Fernseher mitgefiebert und sowas. Aber das war mir jetzt echt zu blöd bei dieser WM. Ich weiß auch nicht, also. Woran lag das? Ich weiß es nicht. Kacke, die hätte ich gebraucht. Hätte ich ein Leben bekommen. Schade. Das kommt da nicht dran. Nee, geht nicht. Egal, wir beenden das Level. Wir beenden das Level. Das hoffe ich doch. Wir sind super gut. Ah, da müssen wir da lang, ne? Das war einfach. Weil hier von unten kommt man nämlich nicht lang. Das ist voll... Das ist so ein typischer Super Mario-Trick. Das ist so, ja. Egal. Wir wissen schon Bescheid. Ja, blind geht hier nun mal nicht, ne? Ich habe das schon so oft gespielt, als ich klein war. Aber mir macht das immer noch voll Spaß. So spielt man immer gerne nochmal wieder, oder? Ah, schön. Habt ihr auch ein DS? Ein DS, also so einen normalen oder ein 3DS oder was weiß ich. Ich habe sogar noch den allerersten, den ganz normalen Nintendo DS nur. Das ist kein Ei, kein Light, kein 3DS oder sowas davor oder danach. Einfach nur ein ganz normaler DS. Ganz normale Standardversion in Silber. ist mittlerweile auch schon ziemlich Schrott. Also er sieht auch ziemlich gut aus, nur halt, wo die Tasten sind, ist schon ein bisschen abgenutzt, der Lack und so. Und das Schlimme ist nur, der Touchscreen funktioniert nicht mehr richtig. Weißt du, du tippst in der Mitte und der macht einen Punkt ganz links. Deswegen kann man damit nicht mehr richtig spielen. Also sowas, so ein Spiel, kann man damit noch super spielen. Mach ich auch immer wieder gerne. Aber so Sachen, ich weiß nicht, wo braucht man das denn viel? Einfach nur irgendwas, wo du... Ich habe auch mal versucht, so ein... ja, zum Beispiel dieses, wie heißt es? Princess Debut, was ich ja auch mal gespielt habe, ne? Das können wir damit nicht mehr spielen. Da muss man ja bestimmten Punkten dann immer drücken und sowas. Und das geht einfach gar nicht. Oder so Mario Party oder sowas. Da ist man da voll im Nachteil. Aber tatsächlich war es so, dass man sich irgendwann diese Umstellung ein bisschen gewohnt hat. Aber man hat natürlich immer noch ein kann man das Defizit nennen? Ich sag's einfach mal, ein Defizit, halt ein Nachteil, ein Handicap. Genau, ein Handicap. Das ist ein schönes Wort dafür. Aber auch schon wieder ein Anglizismen, ne? Anglizismen. Die sagen Anglizismen, ey. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ne, nachdem ich das mal angesprochen hatte hier in Let's Play, bei Sora zuzuhören und immer wenn sie irgendwelche Anglizismen benutzt, irgendwie zu pfeifen oder eine Trompete zu hupen oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie bin ich auf diese kacke Idee gekommen. Aber dann würde man mal merken, wie viele Anglizismen man eigentlich benutzt. Und das sind wirklich viele. Ich glaube, mir würden nicht mal alle auffallen. Nein, 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 du musst da bleiben. Ah, jetzt konnte ich den einen Knopf nicht loslassen. Aha. So, wenn es gleich kommt, springe ich da drauf. Aber man kann auch auf seinen Kopf, oder? Ja, geil. Komm her, gibt's mehr. Aber ich glaube, es kommt eh immer wieder. Oder auch nicht. Och Mann! Wäre dieses Gelecke nicht, würde es mir besser gehen, ey. Das ist echt so nervig. Boah, ich sitze hier voll komisch, ne? Das sieht gar nicht aus, würde ich jetzt playen, ne? Wow. Hast du die Musik gehört? Klingt die nicht gerade irgendwie komisch? Oder bilde ich mir das nur ein? Okay. Gut, gut.
Ferien. Schön, ne? Wie verbringt ihr die Ferien am liebsten? Ja, ich sterbe es eh, ich weiß. Ah, wow! Wow! Gut, Rossella, gut. Lob hier, bitte. Wie verbringt ihr denn so eure Ferien? Fahrt ihr größtenteils in den Urlaub? Und wenn ja, was macht ihr dann da? Unternehmt ihr viel mit euren Eltern? Kacke. Ich habe das eben so schön gemeistert und stelle mich an so einer leichten Stelle. Ja, ist geil. Unternehmt ihr mehr mit euren Eltern? Oder sitzt ihr so wie ich meistens viel vor Computer? Oder irgendwas anderes am Zocken? Oder Filme gucken? Oder was weiß ich? Fernsehen gucken? Ja, was macht man denn noch so? Lernen? Lernt ihr in den Ferien? Oder macht ihr so irgendetwas für die Schule in den Ferien? Oder besucht ihr irgendwelche Kurse in den Ferien? Geht arbeiten? Ich weiß ja nicht, ne? Wow, wie habe ich es geschafft, da durchzufallen? Amazing, amazing. Normalerweise bin ich ja in den Ferien ganz schön faul gewesen. So im letzten Jahr. Ich habe mich dann bloß immer vom Computer gesetzt und habe dann dies, das geguckt. Und das war eigentlich... Eigentlich waren es ganz coole Ferien. Und man hatte richtig viel Spaß und so. Ich habe kaum die Wohnung verlassen. Aber... Ich weiß nicht. Mittlerweile... Also jetzt so in den Sommerferien und Osterferien. In Winterferien waren, glaube ich, chillig. Ich gebe mir selber voll viel zu tun. Das ist ein bisschen crank, you know? Wow! Das war zu knapp. Das war leider zu knapp. Ich wollte schon sagen, das war knapp, aber es war zu knapp. Leider gestorben. Okay. Ich krieg schon irgendwie so eine Kommentatorstimme, ne? Schlimm. Betonung auf irgendwelche Wörter legen und so. Ja, ich bin komisch. Ja. Wisst ihr, ja. Früher einfach nur so vom PC. Und jetzt, also, einfach nur so vom PC halt irgendwas dann machen, worauf man dann halt so Bock hat. Aber wenn ich jetzt meine Ferien mit irgendwas gucken verbringe, dann mache ich mir so einen Plan. Was musst du gucken in den Ferien? So. Ja, das ist ziemlich komisch. Das finde ich selber. Das finde ich selber so, ja. Das ist ganz normal. Das ist komisch klingt, ja. Zum Beispiel hatte ich mir für alle Ferien vorgenommen. So ziemlich bisher, ja. Ja. Also für die in diesem, seit diesem Schuljahr. Ein Drama in den Ferien. Mindestens eine Show. Ein Buch lesen. Ein Game durchspielen. Und noch irgendwas. Das habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall von allem so eine Sache, so schön viel und so, ne? Aber meistens habe ich nicht alles geschafft. Nee, meistens nicht. Nee, ich überlege. Ah doch, die Herbstferien waren eigentlich ganz erfolgreich. Komm schon! Yes! Die Herbstferien waren auch erfolgreich, waren auch die ersten. Da hatte ich dann noch nicht so viele Freunde, weil wir neues Schuljahr und so. Und die waren dann halt auch ziemlich entspannt, ne? Aber ansonsten jetzt mittlerweile... Oh, kacke. Ich habe ganz kurz weggeguckt. Ganz kurz, eine Millisekunde. Oh, wirklich, ey. Boah, gleich ist der Part zu Ende. Ich bin wesentlich schlechter als im letzten Part. Unglaublich. Oh, das ist mein letztes Leben. Oh. Kann man zurück? Nein, kann man nicht. Kacke. Wir müssen das jetzt überleben. Kacke. Kacke. Oh nein! Oh nein! Der Tschüss! Das war klar, oder? Das war einfach klar. Warum habt ihr mich nicht aufgehalten? Muss ich ja vorhin nochmal spielen. Boah, es ist schon so weit, also ne? 14 Minuten. Ich könnte schon was sagen, das machen wir im nächsten Part nochmal, aber. Nee, ihr wisst ja, ne? Wir machen das schon. Wie jetzt? Da hattest du jetzt geladen? Gespeichert? Wollt ihr mich verarschen oder ist das gerade so... Warte, bis wohin haben wir das? Den Turm haben wir. Dann haben wir das. Das ist komplett und das Geist auch so nicht. Okay, wir machen das Schloss auf jeden Fall noch in diesem Part. Ich spiele noch mal bis dahin. Mal wieder. Bis dann. Oh, meine Fresse.
Ich hab's da nicht wieder hingekommen. Boah, ich war zwischenzeitlich voll angekotzt an diesem Spiel, ne? Dieses ganze Gelege und dann hat man es noch wieder nicht geschafft, wegen irgendeinem Kack und so. Manchmal können Mario-Spiele echt aufregen. Also so wirklich, wirklich aufregen. So, und ich glaube, hier wäre jetzt... Ne, schade. Ich glaube, da wäre Meepils gut gewesen. Weil wir mussten irgendwo lang, wo ich gerade nicht weiß, um jetzt die Sternmünze zu kriegen. Wir haben die Midway-Fahne. Ist das alles in Ordnung? Ist das alles in Ordnung? Wir haben noch Leben. Habe ich mir alle geholt. Gott, ist das nervig. Ist das so nervig. Oh, das ist aber auch kacke. Ah, ich weiß, was wir machen. Dazu stellen wir uns mal kurz... Warte, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht dort oben landet, weil wir wollen jetzt eben mal unser Blümchen aktivieren. Dann machen wir PAM! Und dann ist er kaputt. Und machen wir PAM, 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 PAM. Dann ist er auch kaputt. Und dann hole ich mir eine neue Ersatzblume. Tada! Wow, das war cool. So, mal gucken, was wir jetzt mal gucken kommen. Ah! Sieh mal einer an! Der Mini-Pilz wäre echt genial, wenn wir damit auch noch den Endboss besiegen könnten. Aber wer weiß. Okay. Das da bringt nur eine Münze. Okay. Und in den sollte ich besser nicht reingeraten. Das wäre etwas schade um meinen Mini-Pilz. So, genau. Und da oben müssen wir nämlich irgendwie rein am besten. Ich weiß gar nicht, wie man das normalerweise hinkriegt. Aber wir werden das jetzt... Bam! Mit Hilfe dieses Mini-Pilzes machen. Falls das denn irgendwie möglich ist. Ich will es irgendwie... Vielleicht ist es besser, das Kästchen nicht zu aktivieren. Vielleicht ist da ein Pilz dran und dann werde ich ja wieder groß und das wäre ja kacke. Hau ab! Ich will da hoch. Und du da? Nerv nicht. Kann man leider nie komplett besiegen. Es sei denn, man hat einen Panzer, meine ich, ne? Oben. Ist nur die Frage, wo war nochmal die Münze? War die da? Ja! Da ganz hinten. Oh Gott, Gott. Soll ich mir... Nein, 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 nein. Wir bleiben Mini. Auch wenn es noch so schwer ist. Wir versuchen, den Boss jetzt als Mini zu besiegen. That's gonna be really... Wow. Ich weiß aber noch, wer es ist. Und zwar diese komische Blume. Die hat auch einen Namen. Piranha-Pflanze? Nee, ich glaube, einen spezielleren Namen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es einfach nur kacke, wenn man hier so viel rumrutscht. Aber das kennt man ja, ne? Ist ja Eiswelt und so. So, und dann macht man so. Und dann liegt die da. Und dann macht man im besten Fall so. Oh, boah. Ich dachte, das kann ich jetzt. Schaffe ich nicht mehr. Gott, ist das nervig. So, jetzt bringt man sie am besten wieder hier hin zu fahren. Wow. Man kriegt eine ganz schnelle Panik, wenn man so klein ist und sich nicht richtig wehren kann. Kacke, 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 jetzt kommt das. Da, scheiße. Scheiße! Ich hab gedacht, wir gehen gleich runter oder so. Oh Gott, ich werde das jetzt so lange machen, bis ich wieder einen Mini-Pilz habe, ne? Ich werde das mit einem Mini-Pilz schaffen, klar? Ja. Ja, werde ich. Aber warte mal. Nee, ich habe echt keine Ahnung, wie man sonst da oben reinkommen soll in dieses Loch da. Ich hatte gerade nachgedacht wegen da. Da könnte man vielleicht damit Anlauf hochlaufen, aber da ist ja dieses Rollfließband-Dings da. Das dürfte etwas schwer werden, oder? Wahoo-sa! Oh! Oh! Vielleicht hiermit? Hau ab! Ja? Komm. Und nicht. Vielleicht, wenn man drauf hüpft, so von da. So, und dann. Nicht. Aber bestimmt, wenn man das jetzt so ganz knapp da hinlegen würde, hier, oder? Das scheint mir etwas schwer. War da nicht wirklich irgendwie hoch? Irgendwie? Komm schon. So viel Anlauf wie möglich und dann...
ist dann das Teil hier im Weg und es klappt trotzdem nicht. Nochmal. Jetzt mal springen wir auf den Kopf von dem. Nee, das klappt auch nicht. Das wird weg. Wie soll das denn sonst klappen? Mäh. Diese Lücke rein zu... Also auf dieses Kästchen drauf zu kommen, ist voll scheißen schwer. Ich kann euch das mal im Normalzustand zeigen, wenn wir den Mini-Pilz nicht sofort wieder kriegen. Ja, erstmal das zur Sicherheit holen, ne? Wer weiß, vielleicht kriegen wir es auch nur wie einen Stern hier oder so. Oder das hier. Ja, okay, dann versuche ich es mal euch so zu, so zu zeigen. Erstmal den hier durchlassen. Ah! Und rüber. Ja, das hat schon mal von der Seite nicht geklappt. Denn jetzt sind wir auch klein. Na, das war noch unser Ziel. Ja. Wow, das war ziemlich gut. Okay, da ist eine Münze drin. Hätte ich eben keine Angst haben brauchen. Das war schon gerade ziemlich gut. Aber wir müssen auch stehen bleiben. And that's the problem. Toll, jetzt bin ich nicht mal gar nicht gesprungen. Ah, ich glaube, ich mache das stumm und schneide das dann rein, falls ich es irgendwie schaffe. Ja. Wow! Ich habe keinen Ich war gerade so stolz. Du schaffst es direkt so. Es war kein Schnitt da. Das war ganz gerade, ne, wo ich das gerade gesagt habe. Chang mal, yo. Wenn man nicht so doof wäre wie ich. Wenn man nicht so doof wäre. Dieses Rutschen, ey. Wie mich das aufregt. Wow, oh mein Gott, das hat gerade schon fast wieder geklappt. Wow, das ist doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Und nochmal. Wir müssen den Boss eh einmal in normaler Größe besiegen. Weil wir nämlich sonst nicht in die nächste Welt kommen, sondern nur in die da unten. Aber das müssen wir auch irgendwann machen. Irgendwann mal. Okay, ich mach's wieder stumm. Lauf runter. Jetzt muss ich nur noch da reinschaffen. Ah, ja, geht doch. So, jetzt haben wir uns die Münze da hinten. Und dann ab in dieses Kackschloss da. Wartet. Ich habe noch eine Idee. Are you kidding me? Warum startet das da unten? Schnell, bevor das gleich weg ist. Jetzt zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Ich muss das noch kriegen. Ich habe gedacht, das startet dann bei mir da oben, dann kann ich mir da gleich noch Ersatzblume holen. Hallo. Hallo! Gehst du mal bitte? Die verschwinden nämlich nach einer Zeit wieder, deswegen. So. Dann schaffen wir das hier mal eben im normalen Mode. Ach, dann müssen wir es irgendwann mal mini schaffen, ne? Wenn wir da das hinkriegen. Ja. Na gut. Na gut, na gut. Komm her, Baby. Komm her zu mir. Aber lande bitte nicht auf mir. Fein. Und jetzt mach ich pam 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 pam. Und dadurch ist er dann besiegt. Es ist echt langweilig, bei einem Endboss eine Feuerblume zu haben, nicht wahr? Das ist viel zu einfach. Da. Und da würden wir dann in die untere Welt gehen. Ja, jetzt sieht man dooferweise nicht mehr, wie die Prinzessin entführt wird, weil die jetzt nämlich schon in Welt 8 ist, weil wir diese dumme Kanone da benutzt haben. Aber ganz, aber mal ehrlich, wen interessiert's, nicht wahr? Yes, please. Safe. Gut. Dann war dieser Part auch schon wieder schön qualvoll und lang. Und dann heißt es mal wieder bis zum nächsten Mal. Noch ein letzter Part mit mir. Ja, ist das nicht toll? Supi! Wieder mal unvollendete Themen. Yay! Bis dann. Tschüss.